Ja, hallo wieder mal meine kleinen Orklinge. So, fröhlich soll es weitergehen. Übrigens auch hier werden wir uns, falls es der eine oder andere noch nicht gesehen hat oder die Folge nicht geschaut hat vorhin, wir werden auch hier ein bisschen ins Livestreaming gehen, je nachdem. Achso, stimmt, wird ja die Nacht für heute aufgehoben. So. Pup, 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 pup. Der Turm sollte es werden, ne? Heiliges Pupu. Und unheiliges Pupu. Mhm. So, das sieht echt gut aus. Ne? Mir gefällt das Ding. So. Hier müsst ihr auch noch welches hin rein, theoretisch. Ne? Ah, wir haben nicht mehr genug. Verdammt. Ja, hier sieht es ja schon ganz gut aus, aber... Warte mal. Der Turm kommt ja dann irgendwie hier so drauf, ne? Oder machen wir ihn doch halbwegs rund, so ein bisschen? Wir könnten es versuchen. Warte mal. Genau. Dann machen wir es so. Muss ja nicht unbedingt so ein Riesenturm sein, ne? So, und dann... Genau. Dann so. Genau. Und, dann kommt praktisch hier die Tür hin. Ja, machen wir jetzt gleich steinmäßig noch so ein bisschen anders. Das ist jetzt einfach nur mal so pro forma gewesen. Genau, so. Alles sieht sonst nicht aus. Genau. So, und dann so. Genau, sehr schön. Da kann noch eine Tür rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ach, komm, was mache ich denn hier gerade? Okay, und das werden wir erstmal durch was anderes ersetzen. Genau, nehmen wir erstmal das hier. Weil wenn der Boden schon so ist, dann kann ich nicht auch noch die Steine so machen. Das geht gar nicht. Genau. Sehr schön, und dann hier. Sehr gut. So langsam macht alles einen Sinn. Ja, unten, ja, muss man vorsichtig sein mit dieser Aussage. So richtig Sinn macht nicht einmal alles. Sehr gut. Dann fehlt mir nur hier drüben noch einer. Dann sieht das gut aus. Wie mache ich denn das jetzt? Gerade eine geile Idee gehabt. Genau. Sehr schön. Dann kriege ich nämlich auch das hier spannen. Genau, aber du kommst ja dann weg. Sehr schön. Ah, Mensch, die Idee sollte mir öfters kommen. Ah, okay. Und dann haben wir für unten einen einzigen. Normale Eichenbaumsitzlinge. Oh, oi, 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 oi. Was wir da schon wieder alles zu tun haben, ne? Garstige Schaf. So. Hier sind alles nur die Bäume. Ich glaube, hier links habe ich normale Bäume. Ja, genau. Hier ist der ein oder andere normale Baum. Der ist der nächste. Man merkt gleich den Unterschied, ne? Bei Eiche bekommst du nicht so viel. Da lass sie ja reinbuttern. So. Dann nehmen wir die noch mit, dann sind wir glücklich, glaube ich. So, wunderbar. Schon Setzling gedroppt? Ja, natürlich. Und er hier? Noch nicht bisher. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Solange da noch was droppt, ist das alles okay. Das räudige Schaf hier. Verdammt, ey. Ach Gott sei Dank. War doch langsamer Zeit hier. Genau so.
Dann haben wir hier einen. Und da einen. Sehr schön, dann haben wir das auch. Wieder ein bisschen was rangeschafft hier an neue Material. Puh. Und dann müssen wir gucken. Hier habe ich nichts mehr drin und hier auch nicht. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir es jetzt anstellen. Ja, es geht doch. Das sieht doch groß genug aus, ne? Von hier. Jim, bitte, bitte, bitte. Dann nehmen wir anderes Holz. Gerade beschlossen, wenn wir Tropenbaum haben, dann sieht das besser aus, glaube ich. Ich hätte noch Birke da, aber das ist zu wenig. Ja, hebt sich ein bisschen ab. Okay. Wobei, warte mal. Das ist echt. Mist, ey. Wir können. Ja, weißt du, was wir machen? Doch, komm, machen wir das ganz normal, ganz klassisch. Dann passt das. So, erst jetzt. Habe ich denn irgendwo noch ein paar normale Steine? Ja, ja, genau. So, kurz hier die Lücke zumachen. Genau. Nee, ist nicht richtig, oder? Ach doch, ja, stimmt. Welch ein Tohuwabohu hier. So ein riesen Durcheinander. Mhm. So, die Pfeile haben wir alle schon. Sehr gut. Kann man bald loslegen hier. Jetzt müssen wir nur schauen. Ha. Genau, und dann den Deckel wieder drauf. Überlegen. Also hier kommt auf jeden Fall ein Fenster hin. Genauso wie da. Ne? Also so ein bisschen so ein paar Fenster reinhauen. Und dann. Puh, das ist echt gewagt hier, ne? Aber die Aussicht ist einfach herrlich. Von daher, das passt schon. Das rechtfertigt auch unser doch so wahlkreisiges Vorhaben hier. Ich muss sagen, ich bin heute echt so geschafft. Das ist echt der Wahnsinn. Echt so mega krass. Kennt ihr das, wenn man einfach nur so total fertig ist und will sich einfach nur noch hinlegen und denkt sich so, oh mein Gott, nichts anderes mehr tun, einfach nur noch Beine hoch und dann so, oh, schnarch, ich gib ihm. Ja, so in der Art fühle ich mich gerade. Muss auch sagen, ich habe gerade echt mega Probleme, die Augen offen zu halten. Ja, ist das ekelig. Was für ein doofes Gefühl, ey. Ich glaube, ihr seid mir nicht böse, ne, wenn ich dann an der Stelle einfach schon für heute mal abbreche. Denn das macht gerade gar keinen Sinn. Ich muss sagen, ich fühle mich gerade echt nicht so wohl. Nicht, dass dieses Antibiotikum nicht geholfen hat, beziehungsweise sich. Es sind jetzt noch 5 Tabletten. Ich muss 3 Stück am Tag nehmen von dem Antibiotikum. Also noch knapp ein bisschen mehr als einen Tag. Ne? Also ein zweiter Tag ist ja nicht voll. Naja, fast 2 Tage kann man schon so werten. Ich fühle mich im Moment eigentlich, nachdem es mir erst besser geht oder ging. Fühle ich mich nun wieder so ein bisschen, ja, durch einen Reißwolf oder gedreht. Fleischwolf, Entschuldigung. Ihr seht ja schon, es funktioniert einfach nicht. Ja, es ist echt grausam. Ich weiß nicht, ob da irgendwas übrig bleibt, dass man sagen kann, hey, ne? Ja, schwierig, echt schwierig. Verdammt, ey. Naja, nee, dann machen wir das wirklich so, bevor ich hier noch weiter rumirre und irgendwie gleich hier schon anfange zu schlafwandeln. Ja, mit meinen Schmetterlingen. Genau, mit denen wir dann die Weltherrschaft erobern. Würde ich sagen, machen wir einfach einen Cut hier an der Stelle für heute. Sorry, dass es dann so kurz geworden ist, aber es macht echt gar keinen Sinn, weiterzumachen. Und dann machen wir einfach morgen dann richtig weiter, ne? In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.